Ja, für den ersten FC Spich ist das heute so etwas wie das Spiel des Lebens. Anstelle des gewöhnlichen Landesliga-Alltags geht es heute gegen einen Drittligisten und damit verbunden um die Chance, ins Endspiel einzuziehen im Mittelrhein-Pokal. Alles andere als ein klarer Erfolg heute von Viktoria Köln wäre schon eine kleine Sensation. Dementsprechend nimmt Olaf Janssen das Ganze auch nicht auf die leichte Schulter, bringt Kapitän Marcel Risse in der Startelf und damit auch die Erfahrung von insgesamt 176 Bundesligaspielen. Den Auftakt in diese Partie macht dann auch gleich die Viktoria. Der Ball kommt gleich zu Marcel Risse und der fackelt da nicht lange. Sechste Minute, die Führung für den Drittligisten. Marcel Risse hat auch in der dritten Liga sein Können nicht verlernt. Der Abschluss ist unhaltbar und landet mehr als präzise im linken Eck. Somit ist die Viktoria hier früh auf Kurs, doch Spich will sich keineswegs verstecken. Büttmann mal mit einem Versuch auf ganz großer Distanz. Wirklich gefährlich wird das allerdings nicht. Ansonsten bleibt der Drittligist aber das klar spielbestimmende Team. Oft geht es schnell und schnörkellos nach vorne und plötzlich taucht Sontheimer frei vor dem Tor auf. Patrick Sontheimer, nur das Aluminium steht noch im Weg. Wir sind immer noch in der Anfangsviertelstunde. Die Viktoria will früh klarstellen, wer hier heute ins Finale einzieht. Risse mit der Hereingabe und in der Mitte setzt sich Hong klasse durch. Nach 12 Minuten bereits der zweite Treffer. Wieder ist Marcel Risse direkt beteiligt. Siokko Hong, gerade einmal 18 Jahre jung, wird hier bestens in Szene gesetzt vom Ex-Bundesliga-Profi. Dennis Bastors ist dann letztendlich chancenlos. Und nur eine Minute später wieder die Viktoria im Vorwärtsgang. Niklas May hat da etwas zu viel Platz und findet wieder Siokko Hong. Doppelpack vom Nachwuchsstürmer und das innerhalb von 120 Sekunden. Der Drittligist ist hier also sehr früh auf Kurs. Spich offenbart immer wieder Lücken in der Defensive. Dann ist schon fast eine halbe Stunde gespielt. Philipp mit dem Abschluss und sofort dem Aufschrei Handspiel. Schiedsrichter Andreas Steffen sieht das ganz genauso und gibt Elfmeter für Viktoria Köln. Das Ganze ist natürlich Chefsache. Marcel Risse mit der Chance auf den zweiten Treffer und das im direkten Duell mit Dennis Pastors. 4:0, ganz cool verwandelt. Pastors ist zwar in der richtigen Ecke, aber der ist dann doch zu stramm geschossen. Bis zur Pause tut sich da nicht mehr besonders viel. Die Viktoria führt deutlich mit 4 Toren und steht damit schon mit mehr als einem Bein im Endspiel. Und auch nach dem Seitenwechsel ändert sich nicht wirklich viel am Spielverlauf. Die Viktoria hat Lust aufs Tore schießen. Federico Palacios mit dem 5:0. Der 27-Jährige wurde erst nach der Halbzeit eingewechselt und ist nach bereits 7 Minuten erfolgreich. Es ist heute einfach ein Klassenunterschied auf dem Rasen. Da kann man auch dem Landesligisten nicht wirklich einen Vorwurf machen. Der Drittligist macht das einfach überragend und setzt hier auch noch das ein oder andere Traumtor. Kai Kläfig macht das halbe Dutzend voll. Es ist wahrscheinlich der schönste Treffer an diesem Nachmittag. Wenn ihr mehr solcher Traumtore sehen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da bei KickTV. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Der Viktoria gelingt jetzt in dieser Phase aber auch wirklich alles. Vom ersten FC Spich kommt kaum noch Gegenwehr. Und dann kommt auch noch Pech dazu. Lenja Stremski nutzt diesen Querschläger eiskalt aus und trifft zum 7:0. Auch er kam erst zur zweiten Halbzeit und regt sich gleich mal in die Torschützenliste ein.
Bis zum Schluss hätte das Ergebnis noch durchaus höher ausfallen können. Allerdings machte Dennis Pastors im Tor auch einen Riesenjob. Bestes Beispiel diese Szene. Beim Versuch von Luca Marsseiler eine klasse Parade des Schlussmanns. So setzt die Viktoria in der 85. Minute dann den Schlusspunkt. Yusuf Amin ebenfalls eingewechselt mit einem schönen Solo zum 8:0. Diesmal kann auch Dennis Pastors nichts mehr ausrichten. Der Drittligist ist heute einfach eine Nummer zu groß. Am Ende steht ein hochverdientes 8:0 für Viktoria Köln. Und trotz der Niederlage zeigt sich der Trainer am Mikrofon sehr, sehr stolz. Erstmal muss man sagen, das, was der Verein hier auf die Beine gestellt hat, um das Spiel hier stattfinden zu lassen, ist erstmal überragend. Da danken wir uns auch als Mannschaft bei dem Ganzen, was da mitgeholfen hat, dem ganzen Verein und die Leute rundherum. Letztendlich, klar, wir haben 8:0 verloren gegen den Drittligisten. Klar waren wir der Underdog, ich will nicht sagen angefressen, aber doch vielleicht ein bisschen zu hoch verloren. Ich habe mir das gewünscht, dass wir das Spiel ein bisschen enger gestalten könnten, haben aber es nicht geschafft. Aber letztendlich, wir sind im Halbfinale gewesen. Ich glaube, im Halbfinale waren noch Fortuna, Alemannia und jetzt auch die Viktoria noch drin. Und wir haben viele große Mannschaften hinter uns gelassen und deswegen können wir auch stolz sein, dass wir so weit gekommen sind. Nichtsdestotrotz ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird.